Damit ein herzliches Willkommen zur F1 24 Mega Season. Die Formel 1 ist diese Woche in Japan und natürlich bin ich auch hier. Es ist der Rollercoaster der Formel 1, die einzige 8 im kompletten Formel 1 Kalender. 5,8 Kilometer, 18 Kurven, lediglich eine DRS-Zone, dennoch eine der schnellsten und vor allem auch gefährlichsten Strecken im Kalender. Ein Fehler kann hier einen riesen Unfall auslösen. Es ist eine Oldschool-Strecke, viele Keyspads, die werden wir uns heute ganz genau angucken. Und zum Schluss gibt es auch einen Fail, wie ihn einst Logan Sargeant hier gemacht hat. Wir starten mal rein in die Streckenakklimatisierung, während ich ein bisschen aus dem Nähkästchen bläudere, wie sich die Strecke so anfühlt. Aus der letzten Kurve raus, Schwung ist ganz, ganz wichtig. Denn es ist hier wirklich auch Turn 1 richtig hardcore, Full Speed nach rechts und erst ab der halben Kurve geht man dann schon langsam vom Gas und bremst die rein in Turn 2 und jetzt das Herzstück der Strecke. Turn 3, 4, 5, 6, 7, die S's auch genannt, eine sehr, sehr tolle Kombination, die du aber, wenn du einen kleinen Hund drin hast, vermutlich ja, eine halbe bis ganze Sekunde kosten können. Jetzt hier rauf, das ist doch im Hintergrund noch einmal das extrem coole Windrad. Allen die zweimal Rechtsknicks, auch hier musst du richtig aufpassen. Track Limits, eine ganz, ganz große Sache. In Mini-Spoon Turn 11 hier raus beschleunigen. Kann man auch mit einem höheren Gang fahren. Ich fahre es gern mit 1 oder 2 sogar nur. Aber ich glaube, wenn ich einen höheren Gang nehme, ist man noch schneller. Ihr seht auch der weiße Reifen, also das ist null auf Schnelligkeit, sondern eher nur auf Perfektion. Hier beim Rausbeschleunigen, wow, da waren wir knapp an den Track Limits dran. Und dann geht es hier in der langen Geraden Richtung 130 eher. Hier hatte Jules Bianchi vor knapp 10 Jahren seinen richtig, ja, seinen ganz, ganz krassen Crash, der ihn dann auch ein Jahr später sein Leben kosten sollte. Aus der letzten Kurve raus hier und das war bereits eine Runde hier. Apropos, wir werden natürlich auch über das, ja, sehr nicht aufschlussreiche Trainingsfreitag reden, denn der war tatsächlich nicht so toll, also wirklich gar nicht so gut. Hier haben wir dann das Ganze auch von der Innensicht. Ich probiere halt wirklich so wenig wie möglich diese Curbs zu berühren, denn die sind hoch, die sind schräg und vor allem auch wenn du die berührst und ja, dabei auch noch das Gas durchdrückst, kommt das Heck so schnell, kannst du gar nicht gucken. Ja, eine meiner absoluten Lieblingskurven ist die und vor allem auch die hier. Die ist nämlich so schwierig, dass es dann schon wieder richtig Spaß macht. Aber ich habe schon in vielen Videos erzählt, meine absolute Limitkurve auf dieser Strecke ist eigentlich die 130R. Denn die kann ich wie kein anderer. Man muss eigentlich kaum was beachten. Das ist eine Kurve, die du mit fast 300 km/h durchfährst. Also kaum eine richtige Kurve. Geschichtsträchtig ohnehin, denn hier gab es natürlich ein legendäres Überholmanöver. Fernando Alonso damals gegen Michael Schumacher. Und ja, auch dann Richtung dieser letzten Schikane hin, kostete das dann Schumacher seinen 8. Titel, rückblickend natürlich. Aber jetzt hier zurück in die Gegenwart, vor allem auch zurück in das, was am Freitag so abging. Denn das Qualifying wird sehr spannend. Wir haben nämlich keine Ahnung, wer hinter Red Bull auf 3, 4 und so weiter landen wird. Wir haben gesehen, im ersten freien Training war Red Bull sehr stark und das kann man nicht bezweifeln. Aber dann dahinter wurde es schon interessanter, denn es gab, teilweise war die Mercedes schneller, wobei ich glaube, dass die weniger Sprit drin hatten. Also es wird einen engen Kampf zwischen Ferrari, aber auch zwischen McLaren, vielleicht auch Aston. Alonso war auch stark, muss echt auf die Bedingungen jetzt gucken, denn wenn es regnet, dann wird es natürlich ganz spannend, weil dann kann vieles passieren. Man hat Fehler drin, Red Flags, Verkehr, Spray und natürlich auch noch die unbekannte konstante FIA, was man da zulässt, wobei im Qualifying, glaube ich, hat, oh, da war ich weit neben der Strecke, im Qualifying hat man eigentlich immer viel zugelassen und ja, eigentlich von zweiten Freitraining kann ich nicht viel sagen, da hat es kaum Rennbetrieb gegeben, denn ja, es hat mitten in der Session oder sagen wir mal am Anfang der Session so zum Tröpfeln begonnen, hat das Ganze dann ein bisschen in Regen geendet und zum Schluss hin, ja, wurde es zwar wieder trocken, aber mit Piastri, Hamilton und Leclerc, und der war schon fast 3 Sekunden langsamer, kann man sich vorstellen, dass das kein großer Rennbetrieb war oder kein großer Trainingsbetrieb war. Es gab generell nur 8 gezeichnete Fahrer und der Rest hat sich das Ganze dann erspart. Einen Abflug gab es natürlich auch, sinngemäß von Logan Sargeant,
und das auch in der Turn 7 Kurve, also genau in der letzten Kurve der S's. Eine ganz schwierige Kurve. In meiner Hotlap bin ich da auch ganz genau drauf eingegangen und habe gesagt, ja, da wirst du den ein oder anderen Abflug sehen. 62.000stel fehlen uns da, aber ist natürlich jetzt alles hier noch nicht aussagekräftig. Genauso wie auch das freie Training. Ich bin sehr gespannt. Ich werde vermutlich nicht um 4.20 Uhr aufstehen, um mir das Training anzugucken. Aber ich werde euch natürlich auf den Laufenden halten, wie es im Qualifying aussieht. Also es ist ja schon gewesen zu diesem Zeitpunkt. Also ich halte euch natürlich auch auf TikTok und Instagram auf dem Laufenden. Also schaut unbedingt gern auch diese Channels ab. Da wird es auf jeden Fall schneller News geben. Ich bin jetzt hier eher für meine Mega-Season da. Apropos Mega-Season, wir gehen noch einmal, bevor es ins Qualifying geht, in unser Qualifying-Sim-Programm. Das wird nämlich noch viel interessanter werden. Wie schnell kann man hier fahren? Meine Hotlap-Zeit war eine 1.28.5, glaube ich. Oder war es eine 27? Nein, ich glaube, es war eine 28.5. Also das war dann schon sehr schnell. Jetzt hier werden wir natürlich deutlich langsamer sein. Wir haben ein bisschen mehr Sprit drin. Wir haben aber vermutlich, ja, nicht nur vermutlich, sondern auch safe eine viel, ja, schlechtere Strecke. Du hast ja den perfekten Grip und vermutlich und eigentlich natürlich auch den perfekten Reifenabrieb. Komplett ERS die gesamte Runde, also das hast du ja nicht mal in der richtigen Form 1. Jetzt hier hatte Sargent den Unfall im Training, da kamen wir ordentlich durch, eine Sekunde bereits im Delta gefunden, Purple im ersten Sektor, hier einlenken, zweite Mal einlenken, ja, Lenkung zu spät eigentlich aufgemacht, da bin ich weit in die Strecke gekommen, aber gerade noch in den Track Limits drin, Minispuren hier, gut erwischt, diesmal mit dem zweiten Gang, also man merkt schon, da bin ich jetzt schon ein bisschen auf Aggression unterwegs, 1,3 Sekunden im Delta, das heißt natürlich auch, dass die Zeiten da links ja, völlig nutzlos sind, denn jeder kann auch viel schneller und das ist mir auch klar zu diesem Zeitpunkt, aber es ist natürlich eine Quali-Sim, es ist meine 7. Runde auf dieser Strecke und die macht ordentlich Spaß, so, ja, müsst ihr euch oft ausprobieren. Anfangs war ich hier richtig abgewidert von der Strecke, ich dachte mir so, oh mein Gott, nicht schon Japan jetzt. Aber mit jeder Runde macht diese Strecke mehr Spaß. Mit jeder Runde gewinnst du mehr Vertrauen in diese Strecke. Es ist tatsächlich meiner Meinung nach wie Monaco. Du musst dich dran tasten an diese Strecke. Und wenn du dich drauf einlässt, macht das noch viel mehr Spaß. Wir gehen vom Gas runter. Das war's mit dem Training. Eine 1.29.2 ist eigentlich eine ordentliche Zeit. Wir haben zum Schluss noch ein bisschen Windschatten bekommen. Jetzt einmal willkommen noch einmal hier zu unserer Mega-Season. Das Qualifying steht an in F1 23, aber eigentlich für die 24er-Season. Wir werden natürlich dann, wenn das Game draußen ist, auch das Ganze im anderen Formel 1 weiterführen. 5.807 Meter ist eine Runde lang, 18 Kurven und lediglich eine DRS-Zone. Wobei der Höhenunterschied natürlich gerade von Turn 1, der tiefste Punkt ist, zu Turn 7 zum höchsten Punkt sehr signifikant ist. Und da musst du richtig reingehen. Wir werden natürlich auch versuchen, mit Charles Leclerc heute das Maximum rauszuholen. Ist natürlich die Pole das Ziel, aber natürlich mal ganz klein anfangen. Es ist Q1 und es ist auf jeden Fall der Mega-Hype. Let's go, aus der letzten Kurve raus geht's. Ihr kennt das Spiel. Wir machen die ersten Qs, wenn wir es schaffen. Natürlich zeige ich euch nur so einen Teil der Runde. Und zum Schluss gibt es dann die komplette Pole oder beziehungsweise schnellste Rennrunde von mir. Die erste Sau auf, boah, da war ich echt ganz spät bei dem einmal Einlenken. Jetzt habe ich mich da ein bisschen gefangen. War jetzt nicht gerade die beste Zeit. Sainz mit 1.31.2, das ist auch nicht die beste Zeit. Aber gerade der Grip, merke ich hier, ist nicht so strong. Purple im Mittelsektor, es geht in die 130er rein. Hier auch nicht zu weit raustragen lassen. Die Curbs sind wirklich richtig aggressiv und hoch. Das ist aber auch sehr typisch für Japan aus der letzten Schikane. Guter Exit, das DRS wird aufgedreht und die Uhr bleibt stehen bei 1.29.3. Es ist langsam als im Qualifying, das muss ich auch im Training, das muss ich zugeben. Aber irgendwie ging da auch nicht viel mehr. Also die Bedingungen scheinen sich ein bisschen geändert zu haben. Auch die Strecke ist jetzt nicht mehr so grip-lastig. Ich versuche noch einmal mit meinem bereits angefahrenen Reifen, der ja gerade mal 8% hat. Also das sollte easy gehen. Aus der letzten Schikane noch einmal hier raus. Und jetzt wird's ernst, meine Jungs, meine Damen und Herren. Denn das würde bedeuten, wir schaffen es mit nur einem Satz ins Q3. Das wäre ganz, ganz wichtig.
aber natürlich hängt alles davon ab, wie gut diese Runde abläuft. Der Turn 1 und vor allem auch 2 waren okay, gerade 2 war jetzt nicht so sauber, Turn 1 war okay. Die erste rauf bin ich sogar noch ein Ticken besser als vorhin dran, also viel cleaner, kaum die Curbs erwischt und trotzdem viel Schwung mitgenommen. Wir gehen jetzt hier in die Mini, in den Mini-Spoon rein. Da wieder gehe ich auf den ersten Gang runter. Ich habe gemerkt, dass, glaube ich, das Auto beschleunigt, braucht zwar ein bisschen zum Beschleunigen, aber ist trotzdem besser, als wenn ich das Ganze nicht so mache. In Spoon hier rein. Eine coole Kombination, ist aber wirklich sehr tricky, denn sie hängt unnormal nach außen, die Kurve. Aber dennoch musst du über diesen Hügel an der Innenkante drüber. Und dann, ja, da auch nicht ins Rutschen zu kommen, den Curb nicht zu weit zu schneiden, das ist auch eine Kunst für sich. 130, ja, wir sind einen Ticken langsamer als vorhin und Lewis ist ein Eck weit schneller als vorhin. Also die KI traut sich hier dran. Wir fahren, by the way, nur auf 90er KI. Also falls ihr euch fragt, warum ich da teilweise mithalten kann, boah, die letzte Kurve war nicht gut, aber eine 1.30.4 zeigt dann halt auch, dass die Reifen tatsächlich jetzt nicht mehr gerade die besten sind. Wir glaube ich, wagen dennoch, also ich werde mal in die Box gehen und gucken, aber ich würde es, glaube ich, wagen, hier dennoch das Ganze zu beenden, denn wir sind immer noch Top 3, erster sogar, gucken wir mal, ja, zweiter, okay. Wir beenden das Ganze mal und das hat gereicht, es waren zwar 13 Rückstand zu Verstappen, aber der Rest war ordentlich. Jetzt geht es also ins finale Qualifying-Segment, Q3. Ich werde noch einmal den ersten Run mit dem angefahrenen Reifen versuchen, 19%, also das ist dann schon eher eine Masterclass, wenn wir es hier schaffen würden, eine tolle Runde hinzuwerfen. Aber natürlich, sag niemals nie und wir hätten dann auch noch den zweiten Run, um das Ganze zu verbessern. Es geht hier in die 130R rein und ich versuche mein Bestes zu geben. Natürlich auch wichtig hier ein Exit eigentlich aus der letzten Schikane. Da probiere ich ein bisschen mehr Schwung mitzunehmen und da gar nicht den Körper richtig zu berühren. Es geht also in den ersten Q3 Run rein und das wird auf jeden Fall auch heute ein spannender Moment gewesen sein. Es ist so weird. Ich nehme dieses Video am Freitag Nachmittagabend auf und jetzt hier zu reden, was schon im Qualifying passiert ist, ist halt schon sehr weird, muss ich sagen. Aber egal. Ja, ich merke auch, die Reifen haben absolut keine Pace mehr drinnen. Man rutscht hier herum, hat kaum Grip. Das wird absolut gar nichts werden. Und das war eine blöde Idee, mit diesen Reifen noch einmal hier irgendwas zu versuchen. Die kann man jetzt auf jeden Fall wegschmeißen. Die sind nicht mal mehr für das Rennen irgendwie brauchbar. Die sind komplett durch. Bei 20%igen Reifen, glaube ich, ist das auch nachvollziehbar. So, lala, hier noch einmal rein, zweiter Gang, erster Gang, ja, es ist scheißegal, denn der Run ist wirklich komplett Dünnschiss. Also dieser Run ist absolut nicht brauchbar, dieser Run ist zum Scheißen, auf Deutsch gesagt, und ja, Spoon hier, gucken wir mal, wie sich das Ganze ergibt, und jetzt geht's Richtung 130R. Ich habe ein bisschen für euch gecuttet, ich wollte euch dieses Draw-Spiel nicht geben, das war 1.13.8, Halleluja. Wir sind hier fast 3 Sekunden langsamer als vorhin in in Training 3, also generell im Training. Das ist, wird uns das überhaupt von P10 wegbringen? Ja, es bringt uns vor. Oh, im letzten Sektor immerhin lila. Das ist interessant. Okay, das ist auch weg. Wir sind fast 9 Zehntel langsamer, aber dennoch eine halbe, was, 7 Zehntel? 6 Zehntel schneller als mein Teamkollege. Was hat der bitte gemacht? Ich glaube, der hatte auch einen angefahrenen Satz, denn das würde gar nichts erklären, warum der so schwach ist. Der Ferrari liegt ja eigentlich ziemlich gut. Obwohl ich sagen muss, ich bin ja für meine Hotlap mit dem Red Bull gefahren. Und der Red Bull war dann doch ein Ticken besser. Jetzt aber mal hier rein, Leute. Noch einmal durchatmen. Bisschen mehr Schwung hier mitnehmen. Yes. Aus der Schikane raus. Wir haben noch knappe 50 Sekunden. Jetzt geht's über die Ziellinie. Und Leute, jetzt heißt es alles geben. Wir kommen hier sogar mit einem kleinen Plus raus, das aber immer weniger wird. Turn 1 hier rein, ganz spät bremsen. Oh, die Körper, die nicht berühren sollen, hat aber dennoch ordentlich Zeit gebracht. Aber wir wissen ja, es fehlt fast eine Sekunde auf die KI. Also da müssen wir uns schon ordentlich zusammenreißen. In den Essays liegt viel Zeit, das weiß ich auch. Aber ich bin hier auch teilweise zu übermotiviert, berühre den einen oder anderen Körper und das kostet auch Zeit. Es sind dennoch 4 Zehntel, die ich in Sektor 1 gefunden habe. Kein Purple.
Das wundert mich dann doch sehr, aber es war jetzt auch nicht der cleanste erste Sektor. Da verliere ich erneut viel Zeit, Leute. Hierauf Mini-Spoon noch einmal wagen, zweiter Gang, ganz leicht das Gas kommen lassen und der Exit war toll. Hier gewinne ich alleine 1,5 Zehntel. Dann geht's hier langgezogene Turn 12. Die ist verdammt wichtig. Sie ist nämlich die Vorgabe für den Spoon. Den sollten wir auch hier gut schaffen, gut durch den Löffel durchgekommen. Und wir haben hier die Sekunde. Wir haben die Sekunde, die uns circa auf die Spitze fehlt. Ich weiß natürlich nicht, wie stark sich die Konkurrenz noch einmal verbessert hat. 1,2 Sekunden, hier 130, ja, wow, viel zu spät hier, das kostet zu viel Zeit. Und jetzt geht's in die letzte Schikane rein, leicht verlenkt, aber ich bin sehr, ja, was soll ich sagen, unruhig hier. Die letzte Kurve war okay und ich glaube, das sollte für die Pole reichen. Wo bleibt die Uhr stehen? Wir müssen uns das Ganze noch einmal angucken und es reicht, Leute. Wir stehen auf der Pole Position und das war zum Schluss dann doch nochmal eine Zitterpartie. Also ich hätte mir das nicht so eng vorgestellt. 3 Zehntel. Und warum ist Sainz bitte über eine Sekunde langsamer und nur knapp, nur nicht Zehnter? Also halb was? Das macht absolut gar keinen Sinn für mich, warum Carlos Sainz so weit hinten ist. Ja, Verstappen hat abgeliefert. Das war mir auch klar, dass der Bré hier auch im heutigen Rennen ziemlich gut sein wird. Jetzt gibt es eine kleine Zugabe, denn nicht nur Sargent passieren Sachen, mir auch. Hier im Q2 bin ich nämlich gerade auch in dieser Turn 7 Kurve tickend neben die Strecke gekommen, wollte das Ganze ausbessern und bin direkt abgeflogen. Also nicht nur Sargent passieren solche Unfälle und das war schon sehr weird. Macht gerne das Plus, wenn ihr das Herz rot, folgt auch gern. Abonniert gerne kostenlos den Channel hier, lasst euch gerne Däumchen runter, falls euch meine Videos gefallen, und schaut euch gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei. Links mal alle unten in der Bio. Vielen, vielen Dank. Bis morgen oder später auf TikTok und ciao.